Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Rogue Company. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das Video zu Rogue Company hochgeladen habe. Aber gerade ist ein neues Event da, wo jeder einen Sniper hat und ja, das spielen wir mal. Ich überlege, ob ich mitnehme. Weil die Fähigkeiten sind dann nicht so blöd, immer mal wieder zu haben. Ich glaube, ich nehme Vi, weil Vi extra Schaden machen kann und sowas. Ja. Ich nehme Vi. So, Gegner haben Dallas, Dahlia, Chuck und Saint. Okay, also heilen die durchgehend, so wie es aussieht. Aber wir haben auch Dahlia und Saint. Okay, so, das Spielmodus ist, jeder hat Sniper. Also, es gibt keinen Shop, also man kann sich nichts Neues kaufen. Man hat seine normale Pistole und seine Nahkampfwaffe. Und der muss das Strikeout mit mehr Leben als vorher. Ja. So, hier ist die Sniper. Man hat die normale Sniper, man hat die vollkommen upgradete Sniper von, wer ist die? Von Phantom. Jo, das ist der Modus. Ich bin eigentlich nicht gut in Snipen, aber irgendwie ist. Okay, das sieht lustig aus. Aber das Spray gefällt mir, das ist total cool. So, okay. Der Punkt ist ganz schön böse. Also wenn man da. Der Gegner hat einen riesigen Vorteil. Alter. Der Gegner hat einen riesigen Vorteil. Weil man da, hier. Weil sie von der Seite kommen und wir auch keine Chance haben, für auszuweichen. Nee, das schreibe ich nicht. Oh Gott. Wo? Ich hab Angst. Da hinten. Oh Gott. Oh Gott, Alter! Verdammt! Ich mach kurz noch Gift hin. War das definitiv. Okay, sehr gut. So, sehr schön, damit ist er raus. Sie stehen schön in meinem Gift. Alter. Ist nicht so gut, lass euch nicht treffen. Oh, verdammt. Oh Gott. Bin nur ein bisschen tot. Alter, wo ist denn mein Team die ganze Zeit? Wie sind die denn hier hinten? Ich bin verwirrt. Also, Oh, fuck. Okay, ich kann mir nicht weg. Scheiße, lass mich doch. Ja, gut. Also, da komme ich nicht weg. So, mein Team ist irgendwie die ganze Zeit überall anders als sein Punkt. Dadurch kann der Gegner überhaupt hier lang gehen. So, ich glaube, ich gehe mal hier hin. Von hier kann ich auch echt gut treffen. Wenn ich jemanden sehen würde. Oh, das hier jetzt ist auch egal. So. Komm schon, Leute! Was soll ich denn noch machen? Geht da mal rein. Die können nicht. Also, natürlich ist Sniper-Mode, aber die Gegner machen. Die Gegner snipen, snipen nicht hauptsächlich. Die Gegner rennen ja einfach auf einen drauf. Also, könnte man es einfach auch machen. Okay, ich hab einfach gar kein Team, so wie es aussieht. So. Bin ich jetzt getroffen? Verdammt, ich bin nicht gut im Snappen. Oh nein. Oh, wo ist das Gift dahin? Dann musst du da raus. So, super Gift, also, können wir bitte einfach loswerden. Ach du Kacke, das war sehr gefährlich da hinten. So, ich glaube, ich geh mal wieder hier lang und hoffe darauf, dass ich ein Team habe, das mich verteidigt, wenn ich auf dem Punkt bin. Aber das geht recht schnell, also werde ich irgendwie zwei Runden sowas in einem Video haben. Verdammt! So, kurz Gift rein.
Ich bekomme kurz ein bisschen. Da habe ich. Hä? Wie soll ich ein extra Leben bekommen? Ich habe ihn doch vergiftet. Das ist ein bisschen nervig. Hä, wieso bekomme ich ein extra Leben? Das ist komisch. Hier oben ist auch niemand. Okay. Bist das denn ernst? Lasst einfach den Punkt einnehmen. Sehr schön. Nur kurz die Waffe mit, die ist besser. Verdammt. Komm schon. Verdammt schon. Ach, komm schon. Ich kann nicht snipen. Oh, danke schon dafür. Wem gehört das, Wieso hab ich... Wie hab ich ihn denn nicht getroffen gerade? Ich hab ihn jedes einzelne Mal mit der Waffe getroffen, aber wurde nicht getroffen. Interessant. Verdammt, komm schon. Wenigstens ein Headshot. Wenigstens ein Headshot oder so. Leider nicht. So, kann ich helfen werden von irgendjemandem? Okay, die Gegner leben mehr. Ich treffe auch gar nichts mit dem Letzter. Können wir helfen? Kann er mich heilen oder so? Okay, da sterbe ich aber. Ich möchte nicht heilen, halt, lass ich es einfach. Okay. Ich treffe gar keinen mal, so wie es aussieht. Hat sie sich einfach gerade. Okay, das war töten lassen. Das ist, nicht schön. Ach komm schon. So. Und das kurz. Treffe ich da kurz noch ein Gift hin? Leute, wir müssen auf dem Punkt und nicht hinten bleiben. Verlieren das, glaube ich, gerade. Verdammt, ach komm schon. Ach komm schon. So, wir müssen auf den Punkt kommen und dann haben wir das Ganze geschafft. Wo ist der Gegner nur? Oh Leute, okay, gut. Ich weiß ja nützlich. God damn, das ist wundervoll. Sehr schön. By the way, den Modus könnt ihr noch bis zum 2. November spielen. Wenn man 4 Headshots in einer Runde bekommt, dann bekommt man einen Halloween-Banner, was man auf seinem Profil machen kann. Man bekommt ganz normal Strikeout-Sachen, also Punkte und sowas. Ich bin nicht gut in Snipen. Snipen ist nicht meine Rolle. Das ist so, muss ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, ich spiele noch eine Runde, oder? Ja, noch eine Runde. Hier kann man ja sehen. Das ist Halloween-Banner, was ich bekommen habe. Das hier. Nach 5 Kopfschüssen, sorry. Ich bin auch sehr überrascht, dass ich es geschafft habe. Aber ich hatte eine Runde, wo die Gegner aber wirklich nicht gut waren. Und dadurch konnte ich halt wirklich treffen. Also dadurch konnte ich ein paar Headshots absammeln. Kurzer Tipp, macht es am besten, wenn der Gegner down ist. Und dann probiert seinen Kopf zu treffen, weil da kann er nicht wirklich ausweichen. Falls ihr auch nicht so übertrieben gut mit Sniper sind. Weißt du was? Bis gleich. Jetzt. So, okay. Ich hab schon auf der Map gespielt und... Er ist nicht so die beste mehr für Sniper. Würde ich jetzt mal so sagen, aber egal, wird schon. Ich will irgendwas anderes spielen. Oder will ich wieder weiß spielen? Ich weiß nicht. Was glaubt ihr, was könnte so am besten in diesem Modus sein? Ich finde persönlich weiß wirklich gut, aber vielleicht irgendwer anderes. Schreibt es in die Kommentare. Ah, und by the way, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Für noch mehr Raw Company, Smite und Rain Royale Content und was ist sonst alles. Was mal wieder, auf was ich mal Lust habe. Ich überlege gerade, will ich mal Anvil nehmen? Ich weiß nicht. Dahlia? Dahlia ist eine gute Idee. Wegen Dallas. Wenn ich Dallas als Ziel habe oder als Teamperson habe. Oder warte, Phantom. Oh, Phantom könnte gut sein. Ich glaube, ich nehme Phantom sogar. Okay, ich habe wieder keine Musik. Sehr interessant. Ich glaube, ich nehme Phantom. Also Phantom oder Dallas sind halt nicht schlecht. Weil ich glaube, weiß passiv funktioniert nicht mit mir. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wie die passiv funktioniert. Also ich weiß schon, was sie macht und sowas. Aber ob sie mit mir funktioniert oder nicht, das ist so verwirrend. Ich könnte sie nehmen oder... Ich weiß nicht. Weil Dallas ist jetzt schon... Ich nehme sie. Ich hoffe darauf, dass sie trifft.
Und so der Punkt, okay, das wird richtig schlimm. Das ist keine Map für Snipen. Will ich mal so kurz gesagt haben. Aber wir können es probieren. Es wird schon schief gehen. Ich gehe mal nach oben. Auch wenn ich dadurch etwas weit von meinem Teammate weg bin. Und habe am besten die Waffe in der Hand, weil... Logisch. Ich habe die Map immer noch nicht genauer angeschaut. Das ist eine Sünde. Weil die sieht so gut aus. Ach nö, komm schon. Ich bin auf dem Weg. Okay, gut. Ich war über dir und dann sind die anderen da und dann das. Okay. Das war Pro-Gameplay gerade. Von mir natürlich. Alter, willst du mich gerade komplett verarschen? Ach nö. Bin ich jetzt hier? This doesn't mean I like you. So. So, damit ist die raus. Jetzt müssen wir probieren, was die anderen zu bekommen. Komm schon. Da hinten. Oh, verdammt! Ah, nicht schon wieder. Gut, hier kann ich aber schnell rumstehen und nichts machen. Wieso hängen alle hier oben ab? Can you go up? Don't always stay down there. We need to split, like, a bit. Es macht keinen Sinn, dass wir alle da oben sind. Also, die ganze unten herumlaufen. Oh nein, oh nein! So, wenigstens erst etwas kurz hinbekommen. Das Problem, die hängen halt wirklich alle unten ab. Und dann kommt man nicht nach oben. Also, hier. Dann kommt man nicht voran, wenn die einfach immer an einem Punkt dran sind. Oh nein, wo? Oh, oh, hi. Ich finde die hilfreich. Und okay, wo ist das Messer? Ach, komm schon. Wo? Achso, da hinten. So. So. Und dann von wo jetzt auch noch? Von da. Aber sie ist tot, sie ist tot. Wenigstens etwas. Was ist das bitte gerade? Mein Team möchte keinen anderen Weg gehen. Ey. Wo sind die? Hä? Wo läufst du jetzt dran? Oh nein, komm schon, lass mich hier rüber. Kann ich mal reviven, bitte? Schau ich nicht hier hin. Danke. Wie geht das? So, muss gleich mal kurz mein Schwert wieder mitnehmen. Dankeschön. Und schauen, wie ich das jetzt mache. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Das kann ich nicht oft genug sagen. Weil wenn wir durchgehen unten sind, dann kommen wir nicht voran. Okay. Gegner haben einfach riesig, also die machen uns etwas fertig gerade. Wir sind euch fast die meisten Kills. So, da hinten. Wir können den Punkt wieder einnehmen. So. Geh mal hier unten lang. Oh nein, keine gute Idee. Oh nein, keine gute Idee. Das war traurig. Das war sehr traurig gerade von mir. Aber wenigstens ist sie gestorben durch irgendwas. Das Blöde ist, ich konnte mein Team nicht heilen, weil sie einfach durchgehend tot waren. Also, weil sie sich einfach teilweise instant gekillt haben. Ich wollte die Fernsehmesser aufteilen einfach, aber sie war einfach instant weg wieder. Aber ja, gut, tschüss. Okay. Ja gut. Hätte besser laufen können. Mann, ich glaube, da war jetzt schon besserer Pick. Muss ich sagen. So.
Wie viele Punkte? Okay, 84. Das ist ein bisschen traurig. Aber nächstes Level? Fast. Ich habe 6 Eliminierungen, 4 Knockouts und 783 Schaden. Wann die Gegner ein bisschen besser? Ach, ich hab keine Ahnung mehr von diesen Leveln, ob die überhaupt stimmen oder was auch immer da abgeht. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Charakter oder welchen Agenten ihr jetzt nächstes sehen wollt. Würde mich sehr freuen und jo, dann passt euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.